So Freunde, bevor das Video anfängt, noch eine ganz kleine Sache. Und zwar hat der Zaiz gestern eine neue Fan-Animation hochgeladen zu Goku, der Limit Breaker gegen Jiren. Hier ein ganz, ganz kurzer Einblick davon. Und ja, da ihr das jetzt gesehen habt, geht auf den Channel von ihm und lasst ein Like da und guckt euch die ganze Animation an. Link dazu ist auf jeden Fall in der Videobeschreibung und ich würde sagen, fangen wir nun mit dem Video an. Yo Leute, Ruffy hier und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Dragon Ball Super Video. Heute geht es mir um den Manga von Dragon Ball Super und für die Leute, die nicht Bescheid wissen, was abgeht, nochmal eine ganz, ganz kleine Einführung. Und zwar, der Dragon Ball Super Manga wird vom Assistenten von Toriyama gemacht, Toyotaro, und dieser Manga kommt monatlich. Dieser Manga befindet sich immer noch im Goku Black Arc, wir sind momentan im Finale, deswegen geht es heute auch wieder um Vegeto gegen Zamasu, denn in diesem Kapitel ist Vegeto aufgetaucht und es gab sehr, sehr viele neue Erkenntnisse, besonders was ich im Titel geschrieben habe mit Vegeto, wie stark er ist, ob er Beerus übertreffen kann oder übertroffen hat, denn es gab einen kleinen Satz, der dazu hingewiesen hat. Dazu kommen wir gleich, aber erstmal zum allgemeinen Kapitel an sich. Also, die Zamasu-Fusion ist nun geboren, wie wir das auch im Anime hatten, da war nicht viel anders, sagen wir mal. Das Ding ist, Zamasu ist im Manga sehr, sehr schnell, er greift sehr, sehr schnell an und er wirkt ein bisschen mehr wie so ein Martial-Artist-Typ. Im Anime war er mehr so wie ein göttliches Wesen, was man nicht erreichen konnte und dass er von der Ferne angegriffen hat. Im Manga wirkte wie so ein Martial Artist, dass er halt wirklich viel mit Technik kämpft und so. Hat mir auch an der Stelle sehr gefallen und ja, da war auch ein sehr, sehr guter Satz mit bei, der Vegetas Charakter nochmal sehr gut wiedergespiegelt hat. Und zwar sagt Vegeta zu Zamasu, also zu dem fusionierten Zamasu, dass er ihm einen Gefallen getan hat, weil jetzt muss Vegeta natürlich nur noch einen Gegner besiegen. Also muss ich sagen, hat Vegetas Charakter sehr, sehr gut gecatcht. Goku, da war es auch so, dass gesagt worden ist, er hat keine Energie mehr übrig im letzten Kapitel. Denn im letzten Kapitel ist Vegeta auch Super Saiyan Gott gegangen und Blue und Goku ist auch Super Saiyan Gott gegangen, weil er nicht mehr genug Energie hatte für den Blue. Jetzt kann er anscheinend doch in den Blue gehen. Liegt vielleicht daran, dass er vielleicht ein bisschen mehr Wut verspürt hat, dass er unbedingt kämpfen wollte, um zu helfen. Kann man vielleicht so sehen. Aber so viel zu dem Thema an sich. Wie dem auch sei, Gokus Kamehameha durchlöchert Zamasu. Und hier ist die Heilfähigkeit komplett anders als im Anime. Denn im Anime wurde gesagt, er ist halb unsterblich. Und ja, halb unsterblich. Ist sehr, sehr komisch, aber war im Anime so. Im Manga ist es nicht so, denn die Fusion von Zamasu hat immer noch die Heilfähigkeiten von Zamasu, der sich natürlich gewünscht hat, unsterblich zu sein. Das heißt, die Fusion hat die ganze Fähigkeit zusammen, sage ich mal. Also da gibt es nicht irgendwie eine Halbunsterblichkeit oder so. Dieser Zamasu im Manga ist quasi unsterblich. Deswegen schließt sich dieses Loch dann auch nach kurzer Zeit wieder. Und Zamasu ist auch ein bisschen on Star Wars Shit, will ich schon fast sagen, weil er nimmt Vegeta und Goku und packt die so in die Luft, ohne sie zu berühren und wirkt die halt, wie man das halt kennt aus Star Wars. Ich glaube, den Move kennt ihr alle. Deswegen auch eine coole Anlehnung. Ich meine, in Dragon Ball Super im Anime hatten wir das mit Trunks mit dem Laserschwert, will ich schon fast sagen. Deswegen, hier ist auch eine Anlehnung. Vielleicht kommt das ja auch noch im Manga, weiß man natürlich nicht. Wie dem auch sei, Zamasu macht auch so eine Druckattacke, die war so ein bisschen ähnlich wie die von Goku auf Namek, als er da diese Pose gemacht hat. Die sah so ein bisschen ähnlich aus, war aber, sagen wir mal, so ein bisschen anders und stärker, aber hat mich daran erinnert. Dann kommt eine Attacke von Zamasu, die 1:1 so aussah wie die Attacke von Buu. Damals hat Buu ja die ganze Menschheit ausgelöscht mit diesen Strahlen, die er in den Himmel geschossen hat. Genau das gleiche hat Zamasu auch benutzt. Also, wir sehen, dass Toyotaro seinen Weg bahnt, sage ich mal, für das Dragon Ball Erbe, dass er so ein bisschen alte Zeichnungen nachahmt, um so seinen eigenen Style in die Serie mit zu implementieren. Hat mir auch gefallen. Goku blockt dann auch vor Trunks, Mai und den Kaioshins die Attacke. Goku ist halt Ehrenmann, wie man ihn kennt. Und dann kommt er dazu, dass Vegeto geboren wird oder Vegeto angesprochen wird, eher gesagt. Denn da gibt es auch noch eine interessante Sache. Und zwar sagt der Kaioshin Vegerot anstatt Vegeto. Und das Ding ist, wo ich das her habe, ist eine Seite, sage ich mal, die das offiziell übersetzt hat. Wir können das leider in Deutschland nicht sehen, weil die Seite bei uns nicht verfügbar ist, würde ich schon fast sagen. Aber wie dem auch sei, die Seite hat für die englischen Zuschauer übersetzt und da macht Vegerot ja nicht mehr Sinn, aber macht auch Sinn auf der Weise, weil Vegeto ist ja eine Kombination aus Vegeta, also auf Japanisch Vegeta und Kakaroto, also der echte Name von Goku, Kakarot halt. Im Japanischen ist es halt Kakaroto mit Vegeta, deswegen ist es Vegeto und im Englischen könnte man sagen, weil die halt auch wie wir Deutschen Kakarot gesagt haben, ist es Vegeta plus Kakarot gleich Vegerot, also die letzten drei Buchstaben von Kakarot sind natürlich rot, deswegen Vegerot und im Japanischen ist es To, also Kakaroto, deswegen Vegeto. Also es ist ein bisschen schwer das Ganze zu erklären, aber im Prinzip können wir sagen, in dem Manga wurde Vegeto gesagt, aber es bleibt Vegeto für alle Zuschauer. Also, die Amerikaner werden auch Vegito sagen, wir werden auch Vegeto sagen, für uns bleibt alles gleich, nur da gab es so einen kleinen Hänger, sage ich mal. Aber da brauchen wir uns nicht näher darum befassen. Wie dem auch sei, Vegeta lehnt die Potara-Fusion ab, wäre jetzt auch gedacht, und möchte es alleine mit Zamasu aufnehmen. Dann fliegt Goku hinterher und sagt halt Vegeta, dass es sein Turn ist, dass er jetzt dran ist, gegen ihn zu kämpfen. Was ich cool finde, ist auch, dass dieses Panel so gemacht worden ist, dass man nur sieht, wie die beiden sich angucken, man dann halt sieht, dass Vegeta zurückweicht und Goku dann den Kampf bekommt, also sehr, sehr gut an der Stelle gelöst. Und Zamasu erschafft Klein Giten und das wird euch wahrscheinlich nichts sagen, aber das ist das Material, was man damals geholt hatte, um Gohan zu präsentieren, wie stark das Z-Schwert ist, weil die haben ja gesagt, das Z-Schwert kann alles brechen. Da kam dieses Material Klein Giten oder der Klein Git und ja,
das Schwert ist gebrochen. Also wir wissen, das ist das härteste Material, was es gibt. Und Zamasu kann es auch erschaffen. Finde ich auch eine coole Abwechslung, dass er das kann, weil er ist ja so ein Kaioshin, sag ich mal, oder ein angehender Kaioshin, dass er das dann machen kann oder erschaffen kann. Finde ich ganz cool, das so einzuwerfen. Und ja, bei Zamasu ist die Fusion auch nur eine Stunde, denn Zamasu wurde uns nämlich im Dragon Ball Super Manga vorgestellt als West-Kaio. Also wie wir den auch kennen, bei uns Meister Kaio, er ist als ein West-Kaio gewesen und ein angehender Kaioshin gewesen. Also ist er nicht full ein Kaioshin gewesen. Deswegen ist die Fusion auch nicht permanent, weil es nicht ein wirklicher, vollwertiger Kaioshin ist. Und da kommt nochmal eine sehr, sehr schöne Szene, und zwar möchte Trunks Vegeta so ein bisschen in Schutz nehmen, weil er ganz genau weiß, wie Bulma, also die Future Bulma, an ihren Mann gehangen hat. Sie war wirklich traurig darüber, dass Vegeta halt von ihnen gegangen ist. Und als Trunks damals in der Cell-Saga zurückgekommen ist, hat Bulma nonstop gefragt, wie Vegeta so ist, wie es ihm geht und so weiter und so fort. Also nochmal eine sehr emotionale Szene für Dragon Ball Fighters, natürlich, dass Bulma aus der Zukunft so eine tragische Zukunft bekommen hat und ja, dann auch so in den Mann gehangen hat. Fand ich nochmal sehr, sehr krass, das so zu zeigen. Hat auch Vegeta so einen kleinen Ansporn gegeben und auch Trunks einen Ansporn gegeben, dass er halt der Bulma, die wir kennen, also aus der Gegenwart, nicht das zumuten möchte, dass ihr Mann stirbt. Also wirklich hat es sehr, sehr gut geklappt, fand ich an der Stelle. So, weiter geht's im Text, und zwar im Manga ist es so, dass natürlich erstmal die Fusion abgelehnt wird und dann Vegeta zu Goku fliegt, der gegen Zamasu kämpft, und dann Vegeta sagt, gib es mir her. Fand ich auch ganz lustig, dann dachte Goku, dass er die magischen Boden meinte, aber Vegeta meinte den Potara-Ording, und dann fusionieren sie. Also im Prinzip hat Goku die Fusion vorgeschlagen, aber dann im zweiten Fall hat Vegeta die Fusion vorgeschlagen, die dann auch vollzogen worden ist. Deswegen hat mir das sehr, sehr cool gefallen, dass wir diesmal Vegeta haben, der mehr in dieser Rolle steckte, Vegeto zu erschaffen, sage ich mal. Und ja, Vegeto startet direkt in den Tag mit einem Kamehameha, denke ich mal, weil es war ein Strahl, das könnte ein Final Kamehameha gewesen sein, was auch immer, man hat es nicht gesehen, aber ja, wir sehen auf jeden Fall, dass die Attacke echt stark war und ins Weltraum ging, also man hat diesen Strahl gesehen. Hab ich so ein bisschen an GTA erinnert mit Baby oder auch an die alten Spiele Budokai Tenkaichi erinnert, wo man halt bei einem Finisher ins Weltall geschossen hat. Hat mir ja auf jeden Fall auch an der Stelle super gefallen, war sehr, sehr cool. Und ja, Vegeto triggert dann Zamasu, denn er sagt, hey Dude, du bist kein vollwertiger Kaioshin, kein vollwertiger Gott, deswegen hält deine Fusion nicht so lange wie meine. Also weil die beide halt ein Limit haben von einer Stunde quasi, und jo, das hat Zamasu echt getroffen. Also Vegeto triggert ihn sehr, sehr nice in dieser Form, und das fand ich echt richtig gut, dass Zamasu dann auch gecheckt hat, dass er kein vollwertiger Gott ist, deswegen tritt er auch durch, weil Zamasu in dem Manga hat man sehr stark gemerkt, dass er sehr überheblich war, also im Anime sowieso, aber im Manga hat man gesehen, dass er ultra überheblich war, übelst arrogant war und voll der Sache sicher war, sag ich mal. Und hier hat man nochmal wirklich Change of Pace gemacht, dass man ihm gezeigt hat, hey, du bist kein vollwertiger Gott, was eigentlich alles für Zamasu an diesem Punkt gewesen ist. Und Vegeto macht Zamasu echt krass fertig, also er macht ihn richtig, richtig krass fertig. Und denkt daran, ich weiß, dass viele Leute von euch vielleicht den Manga nicht gelesen haben, aber im Manga ist es so, dass Kämpfe allgemein sehr, sehr schneller gehen oder allgemein die ganze Story verläuft schneller. Dragon Ball ist ein sehr, sehr schneller Manga. Zum Beispiel ein Vergleich, bei Super Saiyan 1 auf Namek damals war es so, dass im Anime echt krass viel dazu gemacht worden ist, was an vielen Stellen echt cool war, aber im Manga war es so, dass es einfach ein Panel gab, er war sauer und zack, dann war Super Saiyan, mehr nicht. Wir sehen, dass es dort viel, viel schneller ist. Deswegen macht es ja auch Sinn, dass der Dragon Ball Super Manga schneller ist, weil er halt im Original Manga hinterher eifert, sage ich mal. Deswegen passt es auch vom Pacing an sich, vom Kampf her, dass es halt so schnell läuft. Vegeto nimmt dann auch seine Klinge raus und zerschneidet Zamasu die Hände, auch sehr, sehr cool in Szene gesetzt. Und dann kommt auch das Final Kamehameha gegen die Klangiten von Zamasu, denn er schafft sehr, sehr viele. Und wir sehen dann vom Kaioshin, dass er sagt, ist Vegeto oder kann Vegeto die Kraft von dem Beerus übertreffen, und das ist so ein Zeichen darauf, wie stark Vegeto ist. Die Sache hierbei ist, inwiefern kann der Kaioshin aus Universum 7 einschätzen, wie stark Beerus genau ist? Ich meine, er kennt ihn länger, er weiß, er ist Gott der Zerstörung, er weiß mehr über seine Kraft, da bin ich mir sicher, aber weiß er genau, wie stark er ist? Das ist so die Sache, die ich mir hier frage. Deswegen könnte man sagen, okay, Vegeto ist schon vom Kräftelevel sehr, sehr nah dran an Beerus, aber ob das wirklich reicht, um gegen Beerus zu kämpfen, ist die andere Frage. Also, schreibt mir mal in die Kommentare, was denkt ihr durch diese Aussage? Denkt ihr, dass die Aussage an sich in der Community von uns verstärkt worden ist, dass Vegeto im Blue stärker sein könnte als Beerus? Wir wissen allgemein nicht, was Beerus volle Kraft ist, aber ganz spontan von euch geschätzt, wie wird das ungefähr sein? Also, ich denke, Beerus wird trotzdem noch stärker sein, aber die Aussage sagt uns auf jeden Fall auch, dass Goku auch noch sehr, sehr stark unter Beerus ist, weil Vegeto ist doch mal ein sehr, sehr krasser Boost an Kraft, aber so viel dazu. Wie gesagt, das ist eine sehr interessante Aussage, aber man kann die nicht hundertprozentig deuten. Ich denke, Beerus wird trotzdem noch ein Ticken stärker sein, wenn er wirklich komplett all out geht. Aber, wie gesagt, man weiß ja nie, aber ich denke, das macht einfach so mehr Sinn. Wie dem auch sei, Vegeto löst sich wegen des Final Kamehameha Aufladen auf. Deswegen können wir auch sagen, dass der Blue doch zu viel Power benutzt, weil Zamasus Fusion hält ja noch, obwohl die nur eine Stunde gehen sollte. Und Toyotaro ist ja ein bisschen mehr mit Toriyama verknüpft, sage ich mal. Deswegen würde es mehr Sinn machen, dass er das schon ein bisschen originalgetreuer macht. Deswegen könnte man sagen, obwohl der Blue schon unter Kontrolle ist anscheinend von Vegeta, nimmt die Super Saiyan Blue Transformation echt viel Kraft weg, weswegen auch die Fusion nicht so lange gehalten hat. Dann ist halt die Frage für das Turnier, wie wird das laufen? Kann man ein Vegeta einwerfen? Würde das so viel Kraft kosten? Kann ein Vegeta zurückkehren? Oder würde das so viel Kraft kosten? Also an der Stelle habe ich mir das so ein bisschen gedacht, dass das vielleicht doch noch nicht so weit ist, dass man wirklich ein Vegeta erschaffen könnte. Aber das könnte hier noch passieren, denn
Goku und Vegeta sind defusioniert und es kam eine Explosion und das war's vom Kapitel. Also ist die Frage, was wird jetzt passieren? Könnte man noch Gogeta machen? Könnte man noch einen drauflegen? Ist das möglich? Weil die Sache ist, wir haben im Manga keinen Super Saiyan Rage gehabt und die Leute auf der Erde sind auch nicht mehr da, die sind ja auch alle tot, außer Trunks und Mai. Deswegen kann Trunks auch nicht so ein Genki-Dama-Schwert-Boost-Gedöns bekommen. Also ist sehr, sehr wacky gewesen im Anime. Deswegen ist halt die Frage, wie wird Trunks eingeworfen? Inwiefern wird er noch wichtig sein? Deswegen könnte ich mir vorstellen, was wirklich sehr, sehr abgespaced ist, was ich auch nicht glaube, was passieren wird, aber die Möglichkeit ist da, dass Trunks eventuell den Zamasu ablenkt, wie Pai Gohan damals zum Beispiel und Vegeta und Goku sich dann zu Gogeta fusionieren. Vegeta kennt den Tanz, das ist, da können wir uns auch sicher sein. Deswegen wäre es im Prinzip möglich, das noch zu machen. Ob das wirklich so sein wird, ob das wirklich der Fall sein wird, ist dann eine andere Frage. Aber ist halt die Frage, wie wirft man Trunks dann noch rein? Wie macht man Trunks auch relevant? Weil Trunks muss noch was machen. Das kann nicht alles gewesen sein. Im Anime hat er so viel Screentime gehabt und hier auch, aber er war nicht wirklich im Kampf involviert. Er war nicht so wirklich am Scheinen. Deswegen fehlt mir das auch so ein bisschen. Und dann die Frage, werden sich Zamasu und Black defusionieren? Wird es dann Zamasu und Black einzugeben? Könnte man dann Trunks einwerfen, der vielleicht gegen Black kämpft oder gegen Zamasu kämpft? Oder könnte man vielleicht so, das so machen, dass Vegeta vielleicht einen tötet und Goku einen tötet oder besiegt, je nachdem? Oder wird Zeno noch auftauchen? Der ist ja auch noch einer, der offen ist. Vielleicht wird man den nochmal reinwerfen. Muss man eigentlich machen, weil wir haben ja Future Zeno und der muss ja auch irgendwie im Arc noch mit implementiert werden. Das heißt, sowas muss auf jeden Fall kommen. Also Zeno wird hier auch auftauchen. Das muss eigentlich passieren. Allgemein, wie besiegt man ihn? Wie wird man das jetzt lösen? Nächstes Kapitel wird sehr, sehr interessant werden. Da bin ich sehr gespannt. Dieses Kapitel hat mir schon sehr gefallen. Und was ich, glaube ich, vergessen habe zu erwähnen, es gab noch eine Szene, da wurde Zamasu getroffen. Man hat gesehen, dass er von Vegeto getroffen worden ist, vom ersten Kamehameha, was ich eben erzählt hatte. Dann haben wir gesehen, dass der halbe Körper von Zamasu zerstört worden ist und dann ist ein Arm aus seinem Körper gewachsen. Genauso wie damals mit Cell gegen das feine Fleisch von Vegeta. Deswegen auch nochmal hier eine Anlehnung. Also wir hatten eine Cell-Anlehnung, eine Buu-Anlehnung. Wir merken, dass Toyotaro da sehr, sehr viel Arbeit reinsteckt und viele Anlehnungen schafft. Und ja, wie gesagt, das wollte ich noch erwähnt haben. Was denkt ihr über dieses Kapitel? Wie gefällt euch Vegeto und Zamasu Manga? Und was denkt ihr über die Aussage Vegeto stärker als Beerus? Fragezeichen, sage ich mal. Was denkt ihr darüber? Würde mich da sehr interessieren. Ansonsten, wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über einen Abo auf den Kanal hier sehr freuen. Und einen Daumen nach oben, falls es euch gefallen hat. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Haut rein.